Unterwegs mit Beatrice Wiesner. Die 29-jährige Spitzenkandidatin der Jusos für die anstehenden Kommunalwahlen kommt aus dem beschaulichen Tübingen. Ihr politisches Herz schlägt aber für eine Stadt der anderen Sorte. Ludwigshafen am Rhein. Was erstmal idyllisch klingt, ist eine Industriestadt mit hoher Armutsquote und könnte als Problemstadt bezeichnet werden, oder? Ich würde sagen, Ludwigshafen ist keine Problemstadt, sondern eine Stadt, die wie viele andere auch eben Probleme hat. Manche größer, manche kleiner. Bei uns ist es kein Geheimnis, dass die Probleme auch größere sind. Und diese Probleme wollen die jungen Sozialdemokraten mit ihrem Wahlprogramm angehen. Neben ÖPNV, Klima und Wohnraum ist eines davon der Lärm. Wir Jusos möchten hier gerne Lärmblitzer aufstellen, weil das für die AnwohnerInnen natürlich die Qualität, die Lebensqualität und für alle die Aufenthaltsqualität auch erhöhen würde, weil die Lärmbelastung extrem hoch ist. Auch die Sicherheit der Fußgänger ist Wiesner ein Anliegen. Solche Ecken hier sind keine Seltenheit in Ludwigshafen. Es gibt hier keinen Übergang, sowohl hier an der Kreuzung nicht und gegenüberliegend auch nicht. Das heißt, als Fußgängerin steht man hier, es ist vollgeparkt und ich kann gar nicht um die Ecke gucken, ob jetzt hier jemand kommt oder nicht. Besonders schwierig ist es dann auch, wenn es dunkel ist. Gerne parkt hier dann auch ein Lieferwagen, auch wenn man hier nicht darf, ist egal. Sieht man nichts. Das heißt, wir möchten uns dafür einsetzen, dass wir hier einen Fußgängerüberweg bekommen. Das Thema Sicherheit spielt auch bei einem Kerngedanken Wiesners eine Rolle. Nach Baerbocks feministischer Außenpolitik soll jetzt die feministische Kommunalpolitik der Jusos folgen. Wie sieht die aus? Klingt erstmal nach Gedöns und einem sperrigen, abstrakten Begriff, bedeutet aber am Ende, es muss eine Stadt für alle sein, in der sich auch alle sicher fühlen. Also eine gute Beleuchtung, keine dunklen Ecken in Unterführungen und so weiter. Wichtig für Wiesner, Feminismus soll nicht heißen, dass jetzt nur noch Frauen an der Reihe sind. Feminismus ist ja gar nicht dafür da, um verschiedene Gruppen gegeneinander auszuspielen, sondern er möchte eher die Hierarchie, die es eben zwischen Gruppen gibt, also zu sagen, hier haben wir Männer, hier haben wir Frauen. Und da hatten wir ja immer so einen Unterschied und den wollen wir eigentlich aufheben. Ein weiterer Schwerpunkt, die Bildung. Erst kürzlich machte Ludwigshafen Schlagzeilen, weil satte 44 Erstklässler einer einzigen Grundschule versetzungsgefährdet sind. Ich sehe tatsächlich das Problem schon vorher in den Kitas. Das Problem ist erstmal, dass es gar nicht genug Plätze für alle gibt, weil frühkindliche Bildung in der Kita und die Sprachförderung beginnt ja da schon. Also wir lernen unsere Sprache und wie wir miteinander reden ja auch schon in der Kita. In Rheinland-Pfalz gibt es da spezielle Sprachförderungskräfte. Das Problem ist nur einfach, wenn nicht alle Kids in die Kita gehen können, dann haben wir das Problem, dass manche die Förderung erhalten haben und sehr viele leider nicht. In einer Stadt von Bildungsarmut und religiöser Vielfalt setzt sich Wiesner für die Akzeptanz von LGBTQ-Menschen ein. Einer ihrer Schwerpunkte oder zwei ihrer Schwerpunkte scheinen ja die LGBTQ-Policies zu sein und eben die feministische Kommunalpolitik. Ich frage mich gerade im Kontext davon, dass es natürlich auch viele Deutsche und Ausländer gibt, die religiös eher strenger unterwegs sind. Wo ist da Ihre Grenze, beziehungsweise tolerieren Sie intolerante Menschen? Nee, da sprechen Sie natürlich auch das Toleranzparadoxon an. Ich finde Intoleranz, genau. Intoleranz muss nicht toleriert werden. Es geht eher darum, dass Menschen, die hier leben, akzeptieren müssen, dass es auch Menschen gibt, die anders leben. Das macht ja auch eine Demokratie aus. Vielfalt und Gerechtigkeit. Und als hätte Ludwigshafen nicht schon genug Probleme, wird es dann nicht selten auch noch etwas unschmeichelhaft. Ludwigshafen gilt immer mal wieder als die hässlichste Stadt Deutschlands. Ja, wie entgegnen Sie dieser Beleidigung? Naja, also Pforzheim wurde ja auch schon mal zur hässlichsten Stadt Deutschlands gekürt. Ich kann das von außen verstehen, wer eine schöne kleine Altstadt wie in Heidelberg erwartet, der wird das hier nicht bekommen. Ludwigshafen hat aber andere Vorzüge und die Stadt ist ja immer das, was man draus macht. Schön ist es zum Beispiel hier, im Ebertpark. Dort wird bei einer Verteilaktion am Abend mit ihren Parteikollegen klar, von den schlechten Umfragewerten des parteieigenen Kanzlers lassen sich die Jusos nicht so schnell verunsichern. Ich finde, auf kommunaler Ebene können wir einfach sehr viel erreichen und sind auch hier stetig im Wandel und wir können es erreichen, dass in Ludwigshafen vielleicht die Prognose sehr hoch ist und dass wir auch jetzt, ich bin zuversichtlich, dass wir es hier schaffen. Und schließlich wissen Sie auch, Totgesagte leben länger. Ob Beatrice Wiesner mit ihren Jusos neues Leben in den Gemeinderat von Ludwigshafen bringt, zeigt sich dann am 9. Juni.